Montag, 24. Juli 2220. So, heute hier haben wir wieder genau Zoe. 3 Monaten zu mir. Verrückt. Ich fühle mich, als käme ich seit Jahren her. Wie geht es Ihnen? Was glauben Sie? Sie wirken so, als würde es Ihnen besser gehen. Sie haben mehr Energie. Sie scheinen jetzt zufriedener mit Ihrem Leben zu sein als vor 3 Monaten. Aber nur Sie können sagen, wie Sie sich fühlen. Das kann ich nicht für Sie tun. Ich weiß. Ich wünschte, ich könnte es sagen. Zoe, Sie erinnern sich an nichts von dem, was vor dem Koma geschah. Sie sind nicht sicher, ob Sie sich daran erinnern wollen. Aber ich glaube, das wollen Sie. Und wir nähern uns dem an. Stimmen Sie mir dazu, Zoe. So, für was entscheiden wir uns, ja? Ich könnte alles verlieren, was ich hier aufgebaut habe. Das Risiko muss ich wohl eingehen. Ich weiß, dass es etwas gibt, an das ich mich erinnern muss. Etwas, das ich tun sollte. Könnte ich nicht alles verlieren, was ich hier aufgebaut habe? Ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen will. Ich will mal, ja. Das tue ich. Ich ertrage das Gefühl nicht, dass es etwas gibt, an das ich mich erinnern muss. Ich habe keine Ahnung, also muss ich es herausfinden. Gut. Versuchen wir es mit einer Übung, um Ihr Gedächtnis auf Trab zu bringen. Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern? Ich hatte die Uni abgebrochen, war wieder bei Dad eingezogen. Den Glauben an mich verloren. An mich und jeden um mich herum. Ich hatte mit Reza Schluss gemacht. Und dann geschah etwas. Man sollte vorsichtig sein, was man sich wünscht. Stimmt's? Dass Reza verschwand und ich ihm folgte, ihn aufzuspüren versuchte. Ich kam nach Newport. Ich erinnere mich, dass ich in ein Haus voller Drogensüchtiger schlich. Ich erinnere mich, dass ich an einem sicheren Ort und mit einer Dream Machine verbunden war. Aber da endet alles. Und davor? Bevor Sie Casablanca verließen? Dad war verreist. Ich wollte eine Party schmeißen. Dann bat Reza, mich ein Paket abzuholen. Das ist es, was alles in Gang gesetzt hat. Das und die Stasis. Erinnern Sie sich noch, worum es sich dabei letztlich handelte? Als ich wieder wach wurde, sagte man mir, anscheinend war es so eine Art Programmierfehler. Oder Virus. Schadcode, der das weltweite Netz infizierte. Jemand bei der Watty Corp benutzte die Dream Machine, um die Gedanken der Leute zu lesen. Jemand, dem ich begegnet war. Kavanagh. Damien Kavanagh, stimmt.
Der Kopf hinter allem, der Urheber der Verschwörung. Er hatte irgendeine Art von Wurm in den Code eingeschleust, um die Dream Machine zur Gedankenkontrolle über Millionen von Menschen zu nutzen. Das ist zumindest das, was behauptet wird. Er zeichnete ein Geständnis auf, bevor er... Er wollte natürlich nicht den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen, aber zumindest hat er ausgepackt und, naja, seinen Arbeitgeber von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen. Wie bequem. In welcher Hinsicht? Vergessen Sie's. Ich erinnere mich an nichts davon. Ich weiß nur noch, dass Sie mein Denken vergifteten. Falsche Erinnerungen einfügten. Nichts, was ich sah oder erlebte, war real. Das Mädchen auf den Bildschirmen, die andere... Die andere Welt. Arcadia, noch so ein farbenfrohes Hirngespinst von Ihnen. Ein synthetischer Traum. Und dass Sie nach Japan reisten und bei der Warty Corp einbrachen? Sie erinnern sich noch immer an nichts davon? Nein, ich habe eine globale Verschwörung aufgedeckt. Und alles, was ich bekam, war ein lausiges Koma. Außer Ihnen, Reza und meinem Dad weiß niemand, dass ich darin verwickelt war. Reza hat mich aus seinem Enthüllungsbericht herausgehalten. Und selbst er weiß nicht, was wirklich in der Woche geschehen ist, während ich verschwunden war. Vielleicht wusste meine Freundin Olivia etwas, aber sie ist gestorben. Sie fühlen sich verantwortlich. Ich habe die junge Detektivin gespielt und es kamen Leute zu Schaden. Sie machen sich Sorgen, dass noch etwas mit Ihnen geschehen ist. Ich meine, es ist eine Woche meines Lebens. Einfach weg. Haben Sie schon eine Dream Machine benutzt? Sind Sie verrückt? Mir wird schon von der Werbung übel. Es entwickelt sich zu einer Krankheit, zu einer Sucht. Mich beunruhigt, was diese klaren, perfekten Träume mit uns machen. Und Sie waren an einen Prototyp angeschlossen. Man kann unmöglich sagen, wie sich das auf Sie ausgewirkt haben könnte. Haben Sie schon mit Gabriel gesprochen? Nein, noch nicht. Ich habe mein Studium wieder aufgenommen und das heißt wohl, dass ich mich von Dad und allem, wofür er steht, noch nicht völlig distanziert habe. Aber er hat das Haus vermietet, ist nach Mumbai gezogen. Richtig nahe stehen wir uns nicht mehr. Das ist völlig in Ordnung. Worüber möchten Sie jetzt reden? Ist die neue Staffel von Eurotrash ein zulässiges Thema? Warum nicht? Unsere Zeit ist fast um. Ach, schon in Ordnung. Ich arbeite heute. Und? Wie läuft es da? Wirklich gut. Mir gefällt es. Sehr. Wenn Sie eine Methode finden, den Fluss zu säubern, wird das viele Leute glücklich machen. Ich könnte tatsächlich etwas Nützliches für die Gesellschaft tun. Endlich mal. Und mit der ehrenamtlichen Wahlkampfarbeit leiste ich auch auf andere Art einen Beitrag, denke ich. Sie sorgen dafür, dass Sie beschäftigt und motiviert sind.
Sie haben viel erreicht, seitdem wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Vielen Dank, Dr. Zelenka. Roman, bitte. Nächste Woche zur selben Zeit? Auf jeden Fall. Danke, Dr. Zelenka. Roman. Roman. Bis dann, Zoe. Drücke, um Zoes Tagebuch aufzurufen. Oh ja, also das ist ja ewig lang. Also jetzt hat man stundenlang abgewartet, bis alle ihren Dialog hier runtergeleiert haben. Und jetzt können wir noch ewig lange Tagebücher lesen. Dann lesen wir ab Montag, den 10. April. Ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu lange dauert. Liebes Tagebuch und so weiter. Eine Woche. Auf den Beinen und es geht mir gut. Erschreckend, wie schnell man ein einjähriges Koma mit Hilfe der modernen Wissenschaft, ja, die muss sehr modern sein, weil normalerweise würde sie da, glaube ich, überhaupt nicht mal mehr reden können oder so, geschweige denn ein Tagebuch schreiben. Ich bin fast nirgends wund gelegen. Und was jetzt? Resa und ich sprechen darüber, ob wir wieder zusammenkommen. Und ich habe nachgedacht. Er wohnt in Europolis. Ich bin heimatlos, ohne Wurzeln. Ich kann überall hin. Es spielt keine Rolle. Ich fange ein neues Leben an. Ich darf mir aussuchen, wo es losgeht. Ja, die Beziehung. Ich verliere keine Zeit. Ist das was Gutes? Es fühlt sich so an, als könnte es das sein. Resa hat mich fast jeden Tag besucht, als ich krank war. Er hat nie aufgehört, mit mir zu reden. Ihn habe ich zuerst gesehen, als ich aufwachte. Ich dachte, der hat auch irgendwas mit diesen Dream-Dings zu tun. Na schön, wir haben uns getrennt, weil es nicht funktionierte, aber das war davor. Jetzt, danach, ist es anders. Wir beide sind anders. Wir haben eine Seite umgeblättert und ein neues Kapitel begonnen. Das ist was Gutes. Ich glaube, ich werde zu Resa nach Europolis ziehen. Wieso nicht? Das wird ein Abenteuer. Ja, mal sehen. 14. April. Ich habe mich entschieden, den Kontakt zu Dad abzubrechen. Zumindest vorerst. Vielleicht wird sich das als blöde Idee herausstellen, aber ich bin wütend und enttäuscht. Ich kann ihm nicht verzeihen, dass er über so viele Jahre hinweg so viele Geheimnisse vor mir hatte. Mir zu sagen, meine Mutter sei tot, obwohl sie das offensichtlich nicht war. Selbst wenn sie ein böses Miststück war, und das ist sie, selbst wenn sie versucht haben sollte, mich zu töten, und das hat sie, tut man seinem einzigen Kind sowas nicht an. Man belügt es nicht. Nicht, was diesen Scheiß angeht. Ja, ja, Scheiß ist ja noch nett ausgedrückt. Die hat sie ja versucht umzubringen. Ich hoffe, diese Gefühle gehen wieder vorbei. Oder vielleicht ist hoffen nicht das richtige Wort. Ich werde versuchen, unvoreingenommen zu sein. Aber vorerst und auf absehbare Zeit wird es kein Teil meines Lebens sein. Mein Leben dreht sich jetzt darum, wieder auf die Beine zu kommen. Emotional gehen kann ich ohne Probleme. Nach Europolis zu ziehen und mit Resa zusammen zu sein. Das ist genug vorerst. Morgen. Morgen heißt es Tschüss Casablanca. Hallo Europolis. Europolis, das ist so, europäisch. Ich war kaum je in Europa, bin nicht sonderlich angetan davon. Grassierende Armut, Verbrechen, Verschmutzung, ach Gott. Schreckliches Essen. Oh je, wirklich. Und trotzdem ziehe ich hin. Europolis, der Bezirk Prag. Propast.
Das war eine leichte Entscheidung, weil Reza dort arbeitet. Ja, er ist immer noch bei der Hand That Feeds. Immer noch Enthüllungsjournalist. Er nimmt das mit dem Retten der Welt immer noch ernst. Ja, das ist gut. Ich liebe ihn. Wenn auch sonst nichts, so hatte ich doch eine ziemlich gute Vorstellung davon, was ich mit meinem Leben anfangen will, als ich aufgewacht bin. Ich weiß nicht warum, aber in meinem Kopf war es kristallklar, wieder zur Uni zu gehen, mein Biotechnikstudium fortzusetzen. Ich bin fest entschlossen. Es ist fast, als hätte ich die Entscheidung getroffen, während ich im Koma lag. Ich muss zugeben, das ist ganz praktisch. Samstag, 22. April. Iris, in Großbuchstaben bitte. Ich hasse Europolis. Danke. Zurück zur normalen Schreibung. 5 Gründe, warum ich Europolis hasse. Es gibt keine Sonne. Nie. Es regnet ständig. Immer. Es gibt kein Grün, keine Bäume, keine Pflanzen, kein Gras, gar nichts. Die Leute behaupten, sie würden normal reden, benutzen aber ständig Slangbegriffe wie Django oder Suka. Ich verstehe nicht mal die Hälfte von dem, was sie sagen. Habe ich erwähnt, dass es keine Sonne gibt? Verfluchte Scheiße. Aber tja, es ist genial und ich liebe es. Widersprüche, Zoe. Du bist voll davon. Ich fange ein neues Kapitel an. Ich lasse die Vergangenheit hinter mir. Ich werde erwachsen. Mich macht nicht mehr aus, wer ich war oder was ich vor dem Koma getan habe oder auch nicht. Deswegen liebe ich es. Wir haben schon eine Wohnung gefunden, super nah an Resas Büro. Und am Montag oder Dienstag ziehen wir ein. Außerhalb der Simulation haben wir sie natürlich noch nicht gesehen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie perfekt ist. Sie könnte ein Höllenloch sein und wäre trotzdem noch perfekt. Es spielt keine Rolle mehr, wie ich über Europolis oder die Wohnung denke oder darüber, keinen Job zu haben oder über meine scheiß Angst, denn jetzt bin ich hier und das ist der Beginn einer neuen Geschichte für mich. Heute habe ich die Therapie begonnen, Dr. Roman Zelenka, Psychotherapeut. Tolle Haare. Bescheuerter Anzug, ja, habe ich mir auch gedacht. Reza hat ihn gefunden. Er wurde von jemandem bei der Hand empfohlen. Er ist nett, ich mag ihn, die Chemie stimmt, ich kann mit ihm reden. Er drängt mich nicht und drückt keine meiner unheimlichen großen Knöpfe. Natürlich ist es bloß Therapeutenblendwerk, aber das macht mir nichts aus. Wenn ich nicht sehe, wie einer die Strippen zieht, ist es mir egal. Außerdem sind es nur 5 Minuten Fußweg von zu Hause. Praktisch. Wo wir gerade dabei sind, ich muss anfangen, Sport zu treiben. Das Essen hier in Probast ist echt der Hammer. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was die Therapie mir bringen wird. Mir helfen, mich zu erinnern. Ich will mich erinnern. An wie viel und wie schnell, weiß ich noch nicht. Schätze, ich werde auf mich zukommen lassen. Ich bin anpassungsfähig, die anpassungsfähige Zoe. Heute Morgen habe ich die Uni Kapstadt kontaktiert. Meine Gebühren bezahlt, meine Immatrikulation erneuert und einen Vorschlag für mein Abschlussprojekt eingereicht. Das war ein produktiver Morgen. Mit etwas Glück kann ich in Probas bleiben und meinen Abschluss hier machen. Alle paar Wochen muss ich vielleicht nach Kapstadt, aber das ist okay. 6 Stunden mit dem Wacktrax. Ich ziehe mir einfach ein paar Episoden Eurotrash rein. Meine neue Sucht. Jetzt heißt es Daumen drücken und warten. Ich glaube, mein Projektvorschlag ist ziemlich gut, alles in allem. Er baut auf dem auf, was ich gemacht habe, bevor ich mein Studium geschmissen habe. Er sollte also nicht völlig unrealistisch sein. So, wie lang ist denn das Tagebuch noch? Hier 3 Fakten über unsere winzige Wohnung in den Sonnenschein Plaza-Terrassen. Sie ist winzig, so groß wie mein Schlafzimmer in Casablanca, aber ohne den Balkon. Sie riecht komisch. Vom Fenster aus schaut man direkt auf eine Backsteinwand mit einem Neonschild. Aber ich liebe sie. Wir haben unsere eigene Wohnung, mehr könnte ich mir nicht wünschen. Ich fühle mich bereit, ich fühle mich wieder wie ich selbst. Naja, irgendwie mein vergessliches Gedächtnis, schwaches Selbst. Halb Zoe, aber eine bessere Hälfte. Projekt Finde einen Freund oder auch 5 hat begonnen. Das klingt so verzweifelt, aber ich will es probieren. Ich werde versuchen, mir ein Leben aufzubauen, und dazu gehört, dass man Freude hat, stimmt's? Die Frau mit dem Imbisswagen vor der Dr. Zelenkas Büro ist eines meiner Projekte. Sie ist ziemlich schräg drauf und reagiert ein bisschen heftig, aber ich mag sie. Nela, oder? Ja, Nela.
Sie ist auf meiner Liste, meiner Kandidatenliste, Freundschaftskandidaten. Wenn irgendjemand irgendwann von dieser Liste erfährt, muss ich ihn umbringen. Sully steht auch auf der Liste. Sully ist ein Freund, aber er ist schon Resas bester Freund, also kann ich ihn nicht kapern und zu meinem besten Freund machen. Außerdem fange ich an zu glauben, Sully könnte ein klitzekleines bisschen auf mich stehen. Trotzdem ist er süß, ein Mensch mit allem, was dazugehört. Ist nicht gut, wenn der beste Freund auf die Freundin steht, auf die Freundin des besten Freundes. Mein Projektvorschlag wurde angenommen. Die Uni meinte, er sei interessant und potenziell nützlich, eine verhaltenspositive Rückmeldung. Sie haben auch schon eine Betreuerin vorgeschlagen, Adala Blind Khalid. Ich kann mich aus Kapstadt an Ada erinnern. Damals war sie Doktorandin, jetzt ist sie Postdoc und mein Vorschlag gefiel ihr wirklich anscheinend. Sie hat bereits in ähnlichen Bereichen geforscht. In ein paar Tagen kommt sie mal zum Reden vorbei und wenn wir uns verstehen und sie ihr Okay gibt, kann es losgehen. Mann, hey. Der Grundgedanke ist, diese neuen synthetischen intelligenten Algen biotechnisch so zu verändern, dass sie den Fluss säubern, der durch Probast fließt. Die Algen sollen die Verschmutzung aber nicht nur fressen, sie müssen sie auch verarbeiten und eine Chemikalie ausscheiden, die die Schadstoffe im Wasser weiter aufbrechen kann. Mein Ziel besteht darin, das Wasser trinkbar zu machen. Möglich? Vielleicht. Die Uni scheint definitiv zu glauben, es bestehe eine kleine Chance, dass wir verwertbare Forschung aus dem Testprojekt ergibt. Das habe ich jetzt ein bisschen falsch vorgelesen, aber man hat es, glaube ich, doch verstanden. Nett. Das ging sehr schnell. Gut, oder? Ich bin sicher, das ist gut. Oh, und ich habe noch ein Wortspiel. Wenn diese intelligenten Algen was Nützliches ausscheiden, sind sie richtige Klugscheißer. Hahaha. Das war's, vielen Dank. Donnerstag, 15. Juni 2220. Ich wusste ja, dass ich es nicht schaffe, regelmäßig Tagebuch zu schreiben. Ja, wie gut, sonst müssten wir jetzt noch weitere Stunden hier lesen. Ich bin so vorhersehbar und beschäftigt, aber sowas von absolut oberbeschäftigt. Bringen wir die Sache also auf Stand. Yoga für den Kopf, Gedächtnisübung, los geht's. Europolis wächst mir langsam ans Herz. Okay, ja, die Wohnung ist ätzend. Das Belüftungssystem funktioniert fast nie. Es ist heiß, es stinkt, es gibt keine Sonne und die Leute reden komisch. Aber ich mag die Energie, ich mag die Vielfalt. Casablanca war wie London. Schön, sicher, wohlhabend, ganz aus schimmerndem Metall und Glas und poliertem Stein. Aber nie besonders aufregend. Das hier ist aufregend und diese Straßen sind voller Geschichte. Schmutzige, stinkende, bröckelnde verblichene Geschichte. Aber Geschichte. Es gibt Kunstgalerien und Kinos, 1000 Millionen Imbisswagen. Ich hatte Pyrogen zum Mittagessen und sie waren köstlich. Klar, es gibt schmuddelige Sexclubs, illegale Traumhöllen und Leute, die auf die Straße urinieren. Aber wenigstens urinieren sie in echt, weil sie Bock drauf haben. Ah ja. Das Projekt macht mir wirklich Spaß. Es ist wie wieder in die Uni zu gehen, irgendwie. Fühlt sich an, als machte ich genau da weiter, wo ich aufgehört habe und das ist gut, das ist super. Es ist, was ich immer machen wollte mit meinem Leben. Passt also prima. Oder? Ich glaube schon und Ada ist eine tolle Chefin, geduldig, clever, ernsthaft, ich lerne so viel von ihr. Außerdem sind Algen cool. Jetzt ist es raus, ich stehe auf Algen, ich schwelge in Algen. Das klang in meinem Kopf irgendwie viel besser. Ich bin politisch geworden. Ganz schön abgefahren, was? Hat Zoe sich je für Politik interessiert? Höre ich Leute sich innerlich fragen, was bedeutet, dass ich jetzt auch noch Gedanken lesen kann? Wahnsinn! Und dazu sage ich wohl ja, als auch nein. Ich erkläre es mir mal so. Liebes Tagebuch, ich arbeite jetzt ehrenamtlich für ein Wahlkampfbüro. Ich bin im Netz rumgesurft und habe was gesucht, das ich vor Ort machen könnte und da war es dann. Eine Ausschreibung für ein Ehrenamt, Unterstützung der Wahlkampagne von Lea Uminska. Die Uminska ist Bürgermeisteramtskandidatin der Einheit der Sozialdemokratischen Partei von Europolis. Hey, habe ich gedacht, das könnte ich machen, das wäre auch noch lohnenswert und interessant. Ich habe das Programm und die Erfolgsgeschichte der Uminska gelesen, dachte mir, das wäre vermutlich die Partei, die ich wählen würde, wenn ich wählen würde, was ich bisher nie tat, und habe mich beworben.
Am nächsten Tag traf ich Baruti. Baruti ist klasse, dazu später mehr. Und nach 30 Minuten hatte ich ein Ehrenamt und eine Mission. Ich war politisch. Oh Gott, hey, wie lange geht denn das noch? Also wieso? Es ist wie aus dem Schlaf zu erwachen. Okay, oder hey, vielleicht aus dem Koma. Vor allem, dem habe ich in einer behüteten Seifenblase gelebt. Ich war verwöhnt, gelangweilt, ziellos. Mir war alles egal, aber dann habe ich alles Mögliche durchgemacht. Alles und jeden verloren. Bin in eine neue Stadt gezogen. Es hat mir vor allem eine Perspektive gegeben. Auch wenn ich immer noch nicht sehr politisch bin, sehe ich doch, dass es Veränderungen geben muss. Hier, überall. Und Baruti kennenzulernen und sein Engagement, seine Leidenschaft zu erleben, ist ansteckend. Es muss toll sein, so fürsorglich zu sein, wie er ist. Opfer zu bringen und hart zu arbeiten, um etwas für das Allgemeinwohl zu erreichen. Das gefällt mir, so will ich empfinden können. Und die Sozialdemokraten scheinen die einzigen zu sein, die Europolis nicht noch mehr schaden werden. Ist das idealistisch genug? Das Projekt Finde einen Freund lief nicht so gut. Hier sind meine Kandidaten. Nela von Nela Beitz, die Lady vom Imbisswagen, Marxistin, ein Knaller, sehr laut und energisch, besser in kleinen Dosen. Mit ihr Mittagessen, vielleicht einen alten Filmkuchen kriege ich geregelt. Gemeinsam übernachten und einen Tag shoppen nicht. Eine Nacht um die Häuser ziehen auch nicht. Sally liebe ich, Sally ist der Beste, aber er ist Resas Freund und er mag mich ein winziges bisschen zu gern, als dass wir einfach allein zusammen abhängen könnten, ohne dass es sich vielleicht ein klitzekleines bisschen komisch anfühlt. Trotzdem ist er der wahnsinnig spitze Typ. Baruti, der Wahlkampfmanager, ja vielleicht, er bringt mich zum Lächeln und ich habe viel Spaß bei der Arbeit mit ihm, für ihn, aber er ist mein Boss und wir sind sehr verschieden, wir sind sehr nett zueinander. Wir gehen was trinken, reden über die Kampagne oder Europolis oder übers Essen, aber das war's dann auch schon. Ada, klar, wir könnten Freundinnen werden. Ist schwer, an sie heranzukommen, aber ich versuch's. Ich respektiere und bewundere sie. Sie ist ein stilles Wasser. Wir sind sehr unterschiedlich, aber das ist nichts Schlechtes. Es könnte eine wunderbare Freundschaft daraus werden. Oder wenigstens eine ziemlich gute. Resa, was für eine deprimierende Liste. Ich fasse es nicht. Ist das jetzt schon wieder ewig lange? Ey, ich höre jetzt bald auf hier, weil jetzt haben wir es schon 2:30 Uhr nachmittags und wir haben im Grunde genommen nur gelesen oder zugehört. Mir geht das jetzt so langsam auf den Sack, dieses Spiel. Tut mir leid, es gibt sicher sehr viele Leute, die unheimlich begeistert davon sind, aber ich bin momentan leicht genervt. Ich meine, klar, ich könnte jetzt dieses Tagebuch zumachen und sagen, hey, scheiß drauf. Aber ich meine, das Tagebuch ist halt auch dafür da, dass man ein bisschen was darüber weiß, was die gute Frau so erlebt und so. Deswegen lese ich das jetzt so, aber es ist wirklich ewig lange. Ich kenne keine Menschen, der so lange Tagebücher schreibt, oder ich zumindest habe nie so viel Tagebuch geschrieben, und wenn, dann eben nur kurz und knapp. Oder halt wichtige Dinge aufgeschrieben, keine Ahnung. So. Sonntag, 23. Juli. Ich fasse es nicht, dass es kein Sand ist. Ich habe gelesen, sie nehmen importierten Weltraumstein und der wird pulsiert, aufbereitet und bestrahlt, damit er, hey, welche Ironie, Strahlung neutralisiert. Und daraus machen sie dann falsches Sandstrände. Mhm. Warum nehmen sie nicht einfach Sand oder Stein von der Erde? Ist Weltraumstein so viel besser als Erdstein? Wie dem auch sei, Toto, ich habe das Gefühl, wir befinden uns nicht mehr in Europolis. Also Toto oder Toto, keine Ahnung. Triest ist genau, wie ich mir Triest vorgestellt hatte. Voller Europoliten, die vor dem Smog und dem Mief und der Hitze und dem Regen und der Verschmutzung geflohen sind. An gefakten Stränden Hautkrebs zu riskieren und sich in Hotels aus Plastikpolymeren Zeug reinzuziehen, das im Probast viel leckerer schmeckt. Ja, toll. Und schwimmen geht ja gar nicht. Wer heutzutage im Mittelmeer schwimmen will, braucht schon einen Chemieschutzanzug. Kein Vergleich, ja, wir haben 2220, ne? Es wird immer schlimmer. Kein Vergleich zu den unberührten Stränden von Camps Bay oder N'Gore oder sogar Sansibar, und jetzt vermisse ich Afrika.
Aber darum ging es bei dieser Reise auch nicht. Es ging darum, wegzukommen und zusammen zu sein und unsere Beziehung zu stärken. War etwas holprig in letzter Zeit. Es war schwer für Resa, mich bei sich zu haben und schwer für mich, nach einem Jahr Koma, übergangslos in eine Beziehung zu hüpfen. Schwer insgesamt. Es gab Momente, da habe ich mich gefragt, war das eine gute Entscheidung? Habe ich das wirklich gut überlebt? Kann ich mit den Folgen leben? Also ja, wir haben das gebraucht. Wir brauchen mehr solche Sachen. Wir sind beide so beschäftigt und konzentriert in Propas, dass wir uns manchmal auf die Nerven gehen. Hier können wir uns entspannen, Frieden finden und jede Menge super guten Sex haben. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen, dass wir uns wieder auseinander entwickeln. Ich mache mir Sorgen, dass mein Bauchgefühl beim ersten Mal stimmte. Ja, also meistens stimmt das Bauchgefühl aus meiner Sicht. Dass Resa eher ein guter Freund als ein Partner ist. Ich mache mir Sorgen, aber jetzt verschiebe ich sie erstmal auf einen anderen Tag und konzentriere mich darauf, diese letzten herrlichen Sonnenstrahlen aufzusaugen. Also doch Sonne. Und über den Sex kann ich echt nicht meckern. Gut, dann passt ja alles. Sonntagnacht ein Nachtrag. Es ist wirklich spät und ich muss sehr früh raus. Resa ist in der Dusche und ich liege hier im Bett und starre an die Decke. Denke nach. Es war so stressig, wieder nach Probas reinzukommen. Was? Ja. Überall sind jetzt Ei-Kontrollpunkte und man muss schon seine Papiere vorzeigen, wenn man bloß von einem Bezirk in den nächsten will. Der reine Wahnsinn. Wir haben also fast eine Stunde angestanden und plötzlich war die gute Stimmung vom Wochenende futsch und ich hätte heulen können. Hinterher wurde es besser. Wir haben uns versöhnt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Als hätten wir verschiedene Wege eingeschlagen. Jetzt laufen sie noch parallel, aber bald driften sie auseinander und dann, da kommt Resa. Ich glaube, ich bilde mir da was ein. Ich bin so müde und brummig und gute Nacht. So, wir sind fast fertig. 3 Monate, also es ist am Montag, der 24. Juli 2022. 3 Monate in Therapie, immer noch Fledermäuse im Kopf. Hallo. Ich beklage mich nicht. Der Doktor macht seine Sache gut, vermutlich. Mein Kopf ist ein Chaos. Mir fehlt ein ganzes Jahr in meinem Gedächtnis. Aber es wird besser, glaube ich. Und ich will mich erinnern. Das ist vermutlich ein Schritt in die richtige Richtung, oder? Wenigstens schon mal das. Also gut, ich habe für heute genug Zeit in meinem Kopf verbracht. Schluss mit der Psychotherapie, liebes Tagebuch. Blicken wir nach vorn und konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Ja, gut. So. Dann sehen wir uns hier mal um. Den Roman, den spreche ich jetzt mal nicht an. Sonst legt er wieder los höchstwahrscheinlich. Und hier sind so Psycho-Bilder abgebildet. Mal gucken, was ich daraus erkennen kann. Ich würde mal sagen, das sieht aus wie ein Körper. Jetzt nicht mehr, also es bewegt sich. Genau das, was man bei einem Psychologen im Büroregal erwarten würde. Leider keine kitschigen Liebesromane, keine Fantasy und keine Science-Fiction. Bücher. Psycho-Bücher. Kaffeeautomat, Bücher, Maschine. Wenn ich jetzt noch mehr von diesem grässlichen synthetisierten Kaffee trinke, brauche ich wirklich eine Therapie. Du besser als Bücher über Seelenklempnerzeug, die Rohrzangen des Seelenklempners. Ein Sofa, da kann man irgendwas machen mit. Ich könnte ein Nickerchen machen. Und wenn ich aufwache, beugt der Doktor sich über mich und... Nein, halt. Ein dämlicher sexueller Tagtraum mit einer Autorität. Ich klopfe auf Holz. Mit echtem Holz kann ich das nicht oft machen. Auf Ikeas Plastik zu klopfen ist einfach nicht dasselbe. So. Hier vielleicht noch diese Qualle da. Holo.
Holoskop. Ich wusste gar nicht, dass... Ich wollte immer schon einen Kopffüßer als Haustier. Ja, das ist sind süß. Die besten. Find den süß, den... Ich wusste gar nicht, dass der Doc was für Kopffüßer übrig hat. Ob er sich wohl einen als Haustier hält? So, ich geh jetzt hier mal raus. So, wir haben es geschafft. Neues Kapitel. Building the new Euro. Das, die Stadt sieht voll cool aus. So grafisch finde ich es sehr schön gemacht. Wie gesagt, also ich habe alles auf ganz niedergestellt, weil mein PC einfach scheiße ist. Es scheint aber nicht wirklich friedlich zuzugehen in dieser Stadt. Sehr modern alles. Was soll das heißen? Ich brauche eine Lizenz. Ich habe eine Lizenz. Hat mich ein Arsch voll Kohle gekostet, die Lizenz. Und das wird diese, wie hieß sie, Ada? Ihre Lizenz ist abgelaufen. Sie werden sie verlängern müssen. Der Aufforderung ist, binnen 24 Stunden Folge zu leisten. Verpiss dich, der Aufforderung ist binnen 24 Stunden Folge zu leisten. Das ergibt absolut keinen Sinn. So, also wenn anscheinend können wir nicht mit ihr reden, aber das müsste sie eigentlich sein. Sie hätte gesagt, vor dem Büro, also wenn es sind mehr. Wenn du nur anfasst, schneide ich dir die Eier ab und mach Schaschlik draus. Vielleicht ist doch wer anderes. Drohungen sind kontraproduktiv und strafbar. Heute kambodschanische Tarantel. Wie wär's mit Skorpion am Spießsatz? Wie fühlt sich das an, für ein scheiß Fascho-Regime zu arbeiten und dauernd auf der arbeitenden Bevölkerung rumzutrampeln? Was essen die Leute dort? Und mir die Hand abbeißen lassen? Keine Chance. Ich werfe meinen Abfall in den Rinnstein, wie jeder normale Mensch. Hier? 24 Stunden. Haben Sie unsere Tostadas schon probiert? Die sind köstlich. Nein? Wie wär's dann mit ein paar Churros? Sie sehen aus, als könnten Sie ein paar Churros vertragen. Hey! Hey, wo steckst du? Komm gerade aus der Therapiesitzung, bin unterwegs zum Labor. Was gibt es? Ah, ein Haufen. Wäre ich ein schlechter Freund, wenn ich dich bäte, bei dieser Verrückten mit dem leckeren Essen vorbeizuschauen? Nelas Imbiss? Sicher. Ganz schön faul. Nicht schlecht. Was? Kein schlechter Freund, fauler Freund. Was möchtest du denn? Such mir was aus. Nichts... Exotisches, jawohl, Sir. Bin schon unterwegs zu Nela. In 15 Minuten in deinem Büro? Danke, du bist die Beste. Bin ich, bis gleich dann. Drücke F, um mehr über deinen Charakter zu erfahren. Nela Bites, einem Imbissagen an Dingsbums Tower. Das muss man wieder lesen. Reza Temiz. Reza ist Zoes immer mal wieder Freund. Ein investigativer Journalist und Redakteur für das radikale Newsfeed The Hand That Feeds. Das hatten wir schon mal früher. The Hand That Bites in Europa ließ unter Anleitung von Chefredakteur und besten Freund Sally Sadik. Vor einem Jahr verschwand Reza, als er die Vaticorp Dream Machine untersuchte. Aus Angst um sein Leben versuchte Zoe ihn zu finden. Letztlich deckte sie eine Firmenverschwörung mittels eines Vati-Produkts namens Dream Machine Zugriff auf die Träume und Erinnerungen der Menschen zu erhalten auf. Es stellte sich heraus, dass Reza untergetaucht war und sich vor Auftragskillern versteckte. Nachdem die Verschwörer zur Rechenschaft gezogen waren, schrieb er ein explosives Exposé für die
The Hand That Feeds, das abtrünnigen Elementen in Vatikorp die Schuld an der Verschwörung gab. Seine Geschichte verarbeitete sich viral, katapultierte Reza ins Rampenlicht und veranlasste ihn, nach Europolis zu ziehen. Nachdem sie aus ihrem Koma erwacht war, schloss Zoe sich ihm dort an, um ihrer Beziehung eine neue Chance zu geben, als Neuanfang für sich selbst, ja. Das wissen wir. Raus da. So, und jetzt suchen wir diese Nela. Sollte irgendwo angeschrieben sein, ne? Nela Spites oder wie auch immer. Sieht so ein bisschen wie ein Blade Runner aus, kommt mir vor, ne? So ganz modern mit fliegenden Autos. Ich bin der ballernde Cowboy, der aus allen sechs Läufen voll... Na, wenn das nicht mein Lieblings-Cowgirl ist, kann ich dir den Weg irgendwo hinweisen, Schätzchen? Unser Labor, unsere Wohnung, Breezers Büro, liegt unten am Pristavice, dem alten Flusshafen, direkt hinter der Kollaps-Gedenkstätte. Unser Breezers Büro liegt... Zeig mir bitte den Pristavice. Das Pamatni-Kollaps? Du planst einen Ausflug zum Fluss? Alles klar, Cowgirl. Hier kommt der Hafen von Propast. Und wenn du einen ballernden Krähen-Cowboy brauchst, der aus allen sechs Läufen feuert und dich an jeden Ort in Propast führen kann, dann ruf einfach nach Krähenboy. Okay, jetzt haben wir eine Karte. So, und wie gehe ich, also ich esk. Suchen wir zuerst mal diese Nela. Kaffee, 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 Kaffee. Saftiger Doppelkornburger. Gestern hatte ich die geilste Dreamtime. Was hast du gemacht? Ich habe mit meiner Eigenkreation losgelegt und dann ein von Charis Träumen. Genau. Nur bei holen Sie sich das frische Leben mit dem neuen Bing. Was ist das? Ich hasse Werbebots. Sie sind wie Moskitos. Ständig herumschwirrende, blutsaugende Parasiten. Konstantin Wolf will ihre Stimme. Wolf und Ominska machen's unter sich aus, oder? Gross und Rivas sind weit abgeschlagen. Ja. Sie sagte doch, dass diese Nela ganz nahe am Büro des Psychiaters... Krähenboy ist hier, damit du dich in Propast zurechtfindest. Diese sprechenden Abfalleimer machen mir ein bisschen Angst. Warum sprechen sie? Welchen zwielichtigen Herrn dienen sie? Das ist auch wieder nur ein Mann. Jetzt gehe ich mal wieder hoch, weil irgendwo müsste die doch da rumstehen. Diese Nela. Was ist denn das hier? Scheint irgendwie kaputt zu sein, dieses Tor. Wo ist denn Nela? Ja, aber schön, dass wir jetzt mal ein bisschen rumlaufen können. Rumlaufen und suchen zumindest, ne? Weil diese langen, ewig langen Dialoge, die waren mir echt ein bisschen zu anstrengend. Was hast du gemacht? Ich finde es zwar gut, wenn man viel über alles erfährt und so, aber... Jetzt nur da sitzen und pausenlos abwarten, bis sie da ihre Dialoge runtergeleiert haben. Die Karte! Haben. Hol dir deine Karte! Die Karte! Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen